Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Wams Organ. Wir laufen sehr an der dran und sind jetzt hier im Auswahlbildschirm, weil da konnte ich jetzt halt die letzte Ausgabe dann erst eben speichern. Ich hatte ja jetzt den ersten Durchlauf gemacht auf Englisch. Leichte Schwierigkeit, aber da kriegt man ja nur das schlechte Ende raus, weil dann der Dracula einen hier dann übermannt oder übervampiert, keine Ahnung. Und dann habe ich es jetzt nochmal direkt angefangen hier. Intro Stage, habe hier den. Wie heißt er, den untoten Henker? So hieß er, glaube ich, vom untoten Henchman im Englischen, habe ich den jetzt auch besiegt, bin jetzt hier auch beim ersten Level und ja, Sie sehen schon, heute ein paar andere Sachen zum einen hier, ich habe mein anderes Outfit angezogen hier, weil es ist einfach zu warm. Beim letzten Mal hatte ich ja sogar hier Schwindelanfälle gehabt, also da habe ich mir dann, sage ich so, ein kleines Sommeroutfit mir ausgedacht. Ja, das sind Armstulpen, die können ein bisschen hier die Wärme halten, weil das ist der Punkt. Für die Jacke ist es zu warm. Hier in meinem kleinen Zimmerle, da staut sich halt ein bisschen die Wärme. Aber gleichzeitig wird es auch doch ein bisschen kühl, wenn man dann hier nur die ganze Zeit da sitzt. Gut. Zweitens, ja, Sie sehen schon, heute ohne Brille. Es ist nicht, dass ich die Brille brauche. Es ist eine Computerbrille. Es ist einfach nur so ein bisschen hier wegen der, ich habe das mal gehört, wegen der Bildschirmbelichtung, dass es dann halt irgendwie dann besser ist für die Augen. Aber da ist leider hier der Rahmen von der einen Seite dann eingebrochen und da ist dann das Brillenglas raus. Also. Entweder schaffe ich es, sie zu reparieren, oder ich würde mir eine neue holen, weil der Punkt ist der, ich brauche die Brille nicht. Aber die habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren, also wie lange, ich glaube schon 4 Jahre, vielleicht sogar schon länger, benutze ich die Brille, wenn ich halt hier auch meine Aufnahmen mache. Ob nun jetzt dann hier mit Facecam oder ohne Facecam, weil ich habe auch so das Gefühl, wenn ich halt, wenn man länger auf dem Bildschirm guckt, ja, da vergisst man das eher blinzeln. Und dadurch trocknen die Brillen die Augen eher aus. Aber mit der Brille denkt man ja dran, genauso wie die Asteria. Mach's doch mal, Schätzchen. Pink. Kann auch einfach mal ein bisschen blinzeln und das hilft dann schon in den Augen. Und einmal das, deshalb möchte ich, habe ich mir ja diese Brille auch geholt. Und zweitens auch, ich finde, die sieht halt auch stylisch aus. Ja, hat ja keine Stärke, ist einfach wirklich nur wegen der Bestrahlung. Und ja, mal sehen, was ich da machen werde. Also, Sie werden ja selber merken, bei wie vielen Episoden jetzt dann der Joey jetzt hier wieder brillenlos ist. Das ist die zweite Sache, wo sie sich keine Sorgen machen müssen. Ja, ich habe hier so eine Stelle, ich habe da ein bisschen gedrückt, weil ich dachte, habe ich da eine Entzündung und jetzt ist es da dann, ist ein bisschen aufgegangen. Das sieht ein bisschen unschön aus, hä? Konnte man einfach denken, da kam eine kleine Fliege und hat sich mir ein paar Kussi-Kussis gegeben. Ja, ich möchte aber lieber einen Kussi-Kussi von der Asteria haben. Also, legen wir weiter. Los, im finsteren Wald. Let's go! Wieso redest du eigentlich immer noch auf Englisch, wenn ich auf Deutsch rede, hä? Hä? Was ist denn da los? Nun beginnt mein eigentlicher Kampf gegen Dracula und die Finsternis. Ich darf nicht zulassen, dass es noch mehr Opfer geben wird. Letizia zählt auf mich, und ich werde beweisen, dass ich ein Lamont bin. Im Namen Gottes werde ich die Finsternis zerstören, das ist mein Text. So. Ist die Frage, ob ich das jetzt hier versuche mit den Herzen, ob ich hier alles freischalte. Zack, zack, hä? Und zack, komm her, du Ghoul. Ich versuche den Hintern, du Ghoul. Okay. Also jeder Gegner gibt mir ein Herz. Zack, zack. Ich sammle sie zwar nicht ein, aber ich besiege sie. Zack, zack. Ich habe mir ja schon das Upgrade geholt für den Schaden. Also ich könnte jetzt noch die Heilung machen. Ich könnte auch mein anderes Outfit wieder anziehen. Oder ich lasse es, weil ich es ja beim letzten Mal gemacht habe. Ja. Autsch. Autsch. Okay, jetzt wird's wieder gefährlich, wenn die hier... wenn die hier in großer Anzahl kommen. Zack. Okay, kommen die. Okay, und Anlauf und hepp. Aha. Zack. Okay, einfach stehen bleiben und dann kommen das Opfer zu dir. Die blödsten Lämmer tun sich ihre Schlechter selber aussuchen. Pah. Hepp. Hepp. So, alles klar. Alles klar, weil läuft doch wunderbar hier. Und da wartet ja jetzt schon der Tote am Ende auf mich. So, kommt erstmal hier die bösen Guts. Erstmal ein bisschen Farben hier. Ich will die Liebe spüren. Gib mir die Liebe. Give me the loving. Kommst du oder nicht? Hm. Ich muss ehrlich sagen, als ich jetzt hier mal... Ich tue ja immer vorher die Webcam ja schon starten, damit ich halt sehe, ob dann alles passt. Und ich bin selber nicht mehr gewohnt, mich ohne Brille zu sehen. Alter. Hm? Wie gesagt, das ist stylisch, also das ist aber schon mal ein gutes Zeichen, wenn ich nämlich irgendwann mal, weil das ist halt auch ein Punkt, das habe ich auch immer wieder erzählt, viele meiner Familie haben eine Brille, ja, ob nun halt jetzt die ganze Zeit oder halt, wenn sie dann
ob sie jetzt zum Beispiel dann lesen, aber ich, besonders ich, der halt sehr viel, ich sitze sehr viel vor Bildschirmen, ich brauche keine Brille. Wenn das aber mal der Fall sein sollte, ja, dann werde ich zumindest dann nicht denken, oh, ich muss eine Brille tragen, weil, aber, bitte was, du hast überlebt, wie kann das sein, dass ich das Fass knusper. Ja, wenn ich irgendwann mal wirklich eine Brille haben sollte, dann denke ich mir, ne, finde ich mir gar nicht schade. Ich muss halt natürlich darauf achten, dass ich die immer sauber mache, weil meine Lesebrille war auch ein bisschen dreckig gewesen. Aber optisch würde die mir wirklich gut gefallen. Ja, hörst du wohl auf hier? Ich schlage dich, da musst du dumm fallen. Zack, zack. So. Jetzt habe ich natürlich nur noch die Hälfte meiner Kraft, aber vor dem Tod kommt ja nochmal ein bisschen was zur Heilung und die würde ich halt dann sofort nehmen. Ah ne, da kommt auch noch was. Sehr schön. Zack. Und hepp. Und hepp. Ach so. Diese Medusa-Köpfe kommen bei leicht gar nicht vor. Aber ihr könnt mich mal. Ich gebe euch Köpfchen. Ich habe Köpfchen, also braucht ihr mir kein Köpfchen geben. Komm her, du. Das ist so eine Logik. Du hast Schlangenhaare. Du hast keine Fledermaushaare. Wie kannst du bitte fliegen? Ja, die Schlangen, die sind aerodynamisch geformt, mein Freund. Da lassen sie sich einfach gleiten über dem Wind. So. Hallo, Herr Tod, Herr Gewatter Tod. Oh, sie haben was verloren. Bleib weg von diesem Ort und geh nach Hause, kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Unterschätze mich lieber nicht. Ich bin deine Nachfahrin aus dem Hause Lemont. Es war ein Fehler, dich hierher getraut zu haben. Unser Fürst der Finsternis ist erwacht und wird das Chaos über das Land bringen. So, dann komm mal her, du. Schmeiß die Sendel. Zack, 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 zack. Ich habe hier das kleine Upgrade. Okay, was ist hier der Unterschied? Ich hab's mir gedacht, mehr von den Knochenmännern. Komm her, schmeiß die Sense. Okay, ich glaube, der Unterschied ist auch, dass der nicht so lange unten bleibt. Der tut sich schnell wieder in die Lüfte beheben. Schmeiß die Sense. Zack, zack, zack. Ja, drei Hiebe. Ich glaube, bei leichter habe ich, glaube ich, vier Hiebe oder so reingekriegt. Puh, ein Glück, dass ich hier das Fass nicht erwische. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange die Gesundheit da bleiben wird. Oh gut, die Hälfte haben wir schon mal. Könntest du bitte? Danke. Komm her, du. Zack, 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 zack. Ich könnte natürlich mein Special nutzen. Warum nicht? Autsch. Habe ich da alle erwischt? Gib mir Gesundheit. Gib mir Liebe. Nom, 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 nom. Das wird doch was beim nächsten Versuch. Hä? Hey. Kommt her. Lauft einfach in meine Hiebe rein. Das sind die Liebe der Hiebe. Das war ja gar nichts gewesen. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt mit der Bossanzeige, ob das schon beim letzten Mal so der Fall war. Ich glaube ja, bei den Outrageous-Teilen gab es das halt nicht. Oh. Zack. Also zumindest bei den früheren Teilen. Okay, eine Runde noch. Nimm den Blitz. Eieiei. Hättest du lieber eine Buche suchen sollen, wo du dich runter versteckst. Dass du doch Pipi machen kannst. Bam, bam. Bummischakalaga. Oh, bitte was? Der hat doch gar kein Leben mehr. Da ist doch alles grau. Das Rot, das hat sich fertilisiert. Komm her, du. Zack. Ich hab dich selbst noch nicht mehr geworfen. Was ist hier los? Welch eine beachtliche Stärke. Aber es ist erst der Anfang von deinem Ende. Kugel! Jetzt, wo ich wieder drin bin, ist auch das normal für mich einfach. Hm? Dass ich jetzt schon auf ihn treffen musste, war eine harte Prüfung für mich. Aber ich habe den Tod besiegt und auch Dracula wird von mir vernichtet. Ja. Selbstvertrauen ist gut, aber auch ganz nicht so. Okay, schauen wir mal, wie war... Hätte ich mir dann... 62 Herzen, wow. Aber Moment, ich habe mehr Rüstung, mehr Gesundheit. Weitere Fähigkeit erlernen, verstärke das Heiligtum. Das Heiligtum nutze ich nicht wirklich. Und heilen tue ich mich auch nicht wirklich. Wobei Heilung... Also könnte helfen. Sprich ein bisschen lauter, Schätzchen.
Bist du eine Nuschel? Liegst du hier am Strand und bist nackt und nuschelst? Haha. Okay, dann nur nochmal mal speichern. Ein paar Upgrades habe ich ja schon. Das hat sich ja schon gelohnt. Speichern. Hopp. Vielleicht. Let's go. Vielleicht schaffe ich sogar wirklich wieder alles zu kaufen. Weil ich glaube, da kriegt man ja auch nochmal ein bisschen hier Bonus-Artwork. Bam, gib mir die Herzen, gib mir die Liebe. Hä? Okay, du bist erledigt, bevor du überhaupt hier antanzt. Alter! Das doppelte Schlawittchen ist wieder hier. Hey. Hä? Bleib, ich einfach ein bisschen hier und du ein bisschen farm. Kann ich die... Aua. Kann ich eigentlich die Krähen angreifen? Moment. Moment. Ich sehe doch eine neue Fähigkeit. Ist das jetzt die Fähigkeit? Moment. Uno momento. Handbuch. Monster. Das kann ich mir auch durchlesen. Vampir. Unheilige Wesen in der Nacht auf der Suche nach frischem Blut. Der Wärm. Plastiker Blutsauger, dass ich in Vampire verwandeln könnte. Skelettkrieger. Sensenmann. Dien und Finsternis und überprügelter Toten. Handbuch. Wo haben wir die Fähigkeiten? Wo haben wir die Fähigkeiten? Herzen sammeln, ja. Was waren die... Wo... Da wird nicht angezeigt, welche Fähigkeit... Was jetzt ist? Welche Fähigkeit ist was? Da war doch eigentlich... Da war doch da was gewesen, wo ich mir die Fähigkeiten anschauen kann, oder? Oder nicht? Okay, dann... Ich glaube... Das hier müsste die Heilung sein. Das hier müsste die Heilung sein. Kommt her. Ich hau euch alle hier die Pupacken rot wie die Haare. Der Drachenlein, der steht auf Rot. Rotschöpfe, was? Autsch. Moment, ich probier's. Ach, das war der Lichtball. Okay, dann ist... Das ist die Heilung, okay. Aha, okay. Ich würde jetzt gerne rüberhüpfen. Ihr stört mich ein bisschen. Da stand. Da hatten wir gerade einen kleinen Moment gehabt. Hüpp. Autsch. Okay, ich kriege Herzen, ich kriege Gesundheit. Nope. Diese Gesundheit, die Heilung wird mir, glaube ich, mehr helfen als alle anderen Fähigkeiten, weil da vertraue ich wirklich mehr auf meine Peitsche. Auf meine sadistische Ahnung muss ich dann hier drauf achten. Hey. Und zwei Kreuze verbrauche ich, okay? Hüpp. Ja, hopp. Hey. Und ihr macht eine Punktlandung, meine Freunde. Kann ich das ja eigentlich umdrehen? Ne? Umgedrehtes Kreuz ist ja für den Teufel gut, aber für die Vampire brauche ich was anderes. Okay. Was? Okay. Ah, das ist auch neu. Da waren vorher keine Stacheln. Hopp. Hopp. Haha. Ich hoffe, also es wäre schon mal gut, wenn mir wirklich überall die Unterschiede auffallen. Ja, was wird jetzt hier der Unterschied sein zu dem Valerie-Bosskampf? Erstaunlich. Du hast den Tod bezwungen, kleines Mädchen. Ich kann es nicht mehr hören. Warte nur ab. Auch dich werde ich zu Staub zerfallen lassen. Oh, amüsant. Na dann los, Vampirjägerin. Gib dein Bestes, oder du wirst gnadenlos untergehen. Oh. Manchmal spiele ich ja Powerbottom. Mach immer Beste. Moment. Okay, die erwischt mich trotzdem. Das heißt, ihr Radius ist höher bei dem Angriff. Oh, ich hab sogar noch darin reingekriegt. Und dieser Feuerschwall ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Also der... Autsch, geh mal labern. Ich glaube, das war der tote Winkel, oder? Also, Moment, ich stehe hier. Ja, und sie berührt mich nicht. Einfach schön an der Tür stehen, wie beim Erdbeben. Alter, ich hab die fast. Ich hab die schneller fertig als beim Einfachen. Was ist denn hier los? Oh, komm her. Bubenschreierlager! Du bist stärker, als ich dachte. Aber du bleibst trotzdem ein kleines Mädchen. Bist du dich eigentlich auch ein kleines Mädchen? Nein, ich rege mich nicht auf. Ich habe gewonnen und nur das zählt.
In your face! Und da ist dann nur noch so ein Staubhaufen hier. Hat mal jemand einen Staubsauger? Und dann ins tiefste Meer geworfen. Gib mir die Kugel. Ja! Als nächstes bist du dran, Dracula. Ich werde die Finsternis vernichten. Habe ich jetzt genug für alle Upgrades? Weil das ist ja, im Grunde das ist ja noch die letzte Chance, da alles zu kriegen. Mal sehen, ich habe 30. Nein, das ist genau nur noch genug für eine Sache. Verstärkt das Heiligtum 2 und 3. 3 müsste ja meine Heilung sein, richtig? Achso, bin ich blöd. Ich habe 30 Herzen, aber das ist 25 oder 25 und das ist 50. Okay. Für Heiligtum 3 müsste ja hier meine Heilung sein, weil Heiligtum 1 ist der Blitz, 2 ist der Lichtball. Speichern, bitte. Und 3 ist dann die Heilung. Let's go. Das war ja, glaube ich, so gewesen. Ich muss alles freischalten, um dann Bonus-Artwork zu kriegen, aber gut. Ah, aber das ist der Punkt. Es gibt ja zusätzliches Artwork. Es gibt zusätzliches Artwork. Das hieß es. Okay. Hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Spielstand LAN. Was war das? Mal sehen. Was war das jetzt? War das jetzt noch am Anfang der Stage? Wo ich hier ein bisschen farmen kann? Alhab. Alhab. Ist die Frage, ob ich zurück kann. Hep. Blablabla. Du bist eine Vampirjägerin, kannst aber nicht schwimmen. Wie bist du da drauf? Hä? Das möchte ich eigentlich mal testen. Kann ich zurückgehen? Hep. Blablabla. Ja, da muss ich ja aufpassen, weil da habe ich nicht so viel Zeit, um den zweiten Sprung zu tätigen. Also, jetzt werde ich da. Ich glaube, ich kann nicht zurück. Das ist wahrscheinlich nicht reinprogrammiert. Ja, aber. Ah, nee, und hier kann ich. Ah, doch, es. Ach, bin ich blöd. Basti, du bist schlau. Du bist richtig schlau. Das habe ich auch wieder total vergessen. Vor dem Dracula gibt es ja nochmal eine Möglichkeit, sich abzu. Kann man ja nochmal abgehen. Moment, jetzt muss ich rechnen. Das eine braucht 25, das andere braucht 50. Das mit dem. Oben ohne. Das heißt, ich bräuchte mindestens 75 Herzen. Das heißt, 75 Fledermäuse müssen erschlagen werden. Wobei die Bosse geben doch auch hier. Geben doch auch hier, Herzen, oder nicht? Autsch. Hallo? Greift mich die kleine Fledermaus an? Einfach so, die kleine Fledermaus. Das ist das, was ich will. Oh, schön. Alle, hopp. Alle, hopp. Hallo. Nervig bist du. Ich schlag auf dich ein und ich treffe dich nicht. Pa. Alle, hopp. Wow. Das ist halt immer das Problem, wenn ich dann farben möchte. Ja. Dann einmal Runde gewonnen und dann ist alles wieder vorbei. Ja. Aufnahme läuft gut. Manchmal ist es nämlich, dass mein Mikrofon irgendwie dann ausgeht, obwohl ich da nichts mache. Einmal hatte ich eine Aufnahme gemacht, also bei einem anderen Projekt, und dann musste ich das mehrmals versuchen aufzunehmen, weil jedes Mal irgendwie die Aufnahme abgekackt war. Keine Ahnung warum. Die Technik. Hör auf mit dem Besoff zu saugen. Haha. Okay, jetzt kommt Fledermäuschen. Kommt her, geflogen. Wir wollen eine Hochzeit feiern. Fidralala, fidralala, fidralala. La. Ich könnte mich auch zwischendrin heilen. Aber das ist der Vorteil. Jetzt ist das Speichern. Das heißt, hier kann ich ein bisschen farmen. Damit ich mal mein Element. Kommt her, Fledermäuse. Okay, ich ver. Alle. Hopp. Da! Zum Glück habe ich gespeichert. Man sollte auch den Sprung zurückschaffen. Aber es kommt wirklich auf das Timing an. Wann drückt man die Sprungtaste? Hep. Könntest du mal aus mir rausgehen? Alle, hep. So. Wieder gespeichert.
Ja, das werde ich jetzt ein bisschen wiederholen. Wie viel habe ich? 19 Herzen, okay. Okay, vielleicht finde ich... Haha! Ich habe den Spawnpunkt rausgefunden. An die Tür. Fledermaus. Komm, 1, 2, 3, 4, 5. Einsatz. Komm schon. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ihr respawnt. Hallo? Komm her. Komm her. Mhm. Also ich muss eine kurze Zeit warten, vielleicht mal 10 Sekunden und dann gehe ich wieder zurück und dann werden die 2 Fledermäuse gespawnt und dann 2 und 2, dann muss ich 20 Fledermäuse erledigen. Das ist Haushalten hier und dann habe ich genug Herzen. Komm her. Und ich habe 25, wunderbar, jetzt brauche ich nur noch 50 und dann kann ich mir alle Sachen kaufen. Und dann werde ich ja doch ja wieder ein kleiner Perfektionist. 4, 5, komm schon, kommt die Fledermäuse, kommt herbei. Autsch. Was ist da drin? Ein Apfelknuschbar. Dankeschön. Ein paar Vitamine kann nicht schaden. Da kann man auch hier ein bisschen, jetzt wenn ich ja auch hier rumstehe, einfach hier ein bisschen die Atmosphäre genießen, auf sich fließen lassen. Weil das ist der Punkt. Auch bei anderen Spielen, da wird immer so viel programmiert und erstellt und dann nimmt man das gar nicht wirklich auf. Man denkt sich einfach, oh, ich laufe durch, schlag hier den Monster in den Kopf ab und dann, ja, dann gehe ich wieder weiter. Aber hier, der Teich, ja, zum Beispiel hier, der Schein, der flackernde Schein der Lichter. Und auch hier draußen, der Blitz gerade, das Feinarbeit oder auch der langsam fließende Regen an den Fensterscheiben, ja. Und die Blumen hier, die würde ich gerne schnuppern. Also nicht hier, sondern einfach nur, die sehen schon aus, vielleicht riechen sie auch gut. Auch hier gerade hier der Effekt, ja, wenn der so, und ich glaube, ich drücke einfach die Taste, während vielleicht, und dann kommt die einfach, ja. Wenn da so ein Blitz erscheint, ja, wie dann einfach sich das Licht, der Lichteinfall, wie sich das Licht dann ändert. Autsch. Stirb. Komm, Blitze nochmal für mich. Paparazzi, wo seid ihr? Sehe ich eigentlich da eine Fledermaus draußen? Kann das sein oder ist es so eine Art Symbol? Könnte aber auch die Spiegelung sein. Es könnte die Spiegelung sein, was ich da an der Wand sehe. Oh. Ach, ich brauche nur ein Kreuz für die Heilung. Super. Habe ich also erst richtig gesehen. So, was sagt die Anzeige? 38. Okay, das mache ich jetzt noch ein... Ich bin nämlich nicht sicher, wie viele kleine Gegner da jetzt noch kommen, bis ich dann vor dem Bosskampf stehe. Davor, na gut, davor ist ja das noch mit der Anne. Dann kommt es mit der Bordea heißt die, glaube ich. Und dann das mit dem Jack. Und das Klavier, was so leise im Hintergrund spielt. Jedes Mal ein bisschen speichern, damit ich hier nichts verliere. Das war jetzt wieder der Punkt gewesen. Ha! Wenn der kurze hier, das kurz dann hell wird, wie es halt beim Blitz der Fall ist. Und dann kommt darauf, kurz darauf folgt schon der Donner, das Eis, das Gewitter, das ist nah. Wir sind wahrscheinlich im Auge des Sturms. Oder im Auge des Gewitters, je nachdem. Komm her. Sehr schön. Nachdem ich ja Castlevania 64 gespielt habe, verstehe ich auch das mit dem Kristall, weil das war ja auch das Speichermedium in diesem Teil. Also in diesem Spiel. In anderen Teilen, da ist ja, glaube ich, das Speichern dann bei Büchern. Also entweder ist es dann einfach nur so. Also nach gewissen Abschnitten oder Leveln gibt es halt die Speichermöglichkeit. Oder man geht dann zum Beispiel zu einem Buch, zu einem Altar oder zum Bett. Aber hier halt ganz typisch hier der Kristall. Der große, ominöse, leuchtende Kristall, wo man gar nicht weiß, was da passiert. Was ist, wenn man da zu oft speichert? Dann ja, dann hat man, jedes Mal verliert man einen Teil seiner Essenz, geht er weg. Und dann wird irgendwann ein böser Doppelgänger geboren. Keine Ahnung, ob das möglich wäre, aber Basti, das wäre doch was für den Hard Mode. Oder? Ich meine, das wäre wirklich ein gutes Konzept. Man hat nur eine gewisse Speichermöglichkeit und irgendwann
ja, merkt es dann, aha, du hast zu oft gespeichert, ja, dann kommt, zerbricht der Stein und dann musst du hier einen starken Doppelgänger von dir besiegen, weil das mit den Doppelgängern hattest du ja schon mal in anderen Teilen bei Haunted Horror zum Beispiel, ja. Also warum nicht das hier so in Gegnerform packen? Es gibt einmal Speichersteine, also könnte man das vielleicht so programmieren, dass dann wirklich dann dieser Stein halt dann auch erstmal verschwindet. 58, das klingt doch lecker. Also ich werde mindestens, ich werde noch ein bisschen machen, vielleicht bei 65, weil 10 Gegner werde ich davor wahrscheinlich schon noch treffen. Natürlich habe ich jetzt viel von meinem Heiligtum jetzt aufgebraucht. Moment. Ist jetzt das Verstärken eigentlich, dass ich jetzt mich mehr heile? Oh, bin ich... Ah, oder ist es andersrum, dass ich brauche weniger? Deshalb ist es dann verstärkt. Ich heile genauso viel, aber ich brauche weniger Ressourcen. Weniger Kraft. Deshalb hat es auch wirklich vorher... Okay, ich gehe weiter. Deshalb hat es auch vorher nur 2 Herzen gekostet und dann 1. Oh Gott, ich hätte schon längst weitergehen können. Oh. So, da haben wir das Mädchen hier. Hat sie sich hier zeichnen lassen, wie das französische Mädchen. Halte dich. Hey. Okay, ich werde locker auf meine... Das Dach ist ein bisschen undicht hier. Das ist nicht undicht, das sind Messer, die ja von oben regnen. Was? Das ist auch neu. Gib mir das Fleisch. Knusper. Und wir haben 74. Hey, ich werde mir alle Upgrades holen am Ende. Jawolligen. Oh, lass mich durchgehen. Die Tür ist abgeschlossen. Wieso abgeschlossen? Was soll ich machen? Muss ich hier einen geheimen Schalter drücken? Was? Was soll ich machen? Achso, ich sollte alle Feinde töten, bevor es hier weitergeht. Aha. Das habe ich beim letzten Mal einfach so gemacht, aber da waren die Messer nicht gewesen. Die haben mich ein bisschen abgelenkt, gebe ich zu. So, Auftritt Anne. Genau hier, wie sie hier. Paint me like one of your French girls. Oh yes. Ein Gemälde von diesem abscheulichen Graf Dracula. Ey, seine Daten sind abscheulich, aber der ist doch schon ein Hingucker, oder? Ne? Oder meinst du nicht? Die Tür ist abgeschlossen. Da bin ich sehr verdrossen. Servus. Na, wie gefällt es dir hier in Draculas Schloss? Um ehrlich zu sein, habe ich schon bessere Orte gesehen als dieses Zentrum des Abschaums. Was? Dabei haben wir uns alle so große Mühe mit der Dekoration gegeben. Dafür sollte ich dich ein wenig leihen lassen, Vampirjägerin. Ach ja? Wenn du dich mit mir anlegen willst, dann komm nur her. Nein, ich kämpfe nicht gegen dich. Du wirst anderweitig zu tun haben. Und das wäre? Nur Geduld. Ich mach ja schon. Bitteschön. Wenn du diese Bereiche überlebst, kommst du weiter. Ansonsten ist hier Endstation für dich. Viel Glück. Aber erstmal ein kleines Liedchen für dich. Ein hübsches Klavier. Ich habe bereits als Kind gelernt, wie man darauf spielt. Ob ich es benutzen sollte? Ja. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Also, wenn das jetzt ein richtiges Stück ist, dann verrate mir bitte, wie das heißt. Oder vielleicht ist es auch immer nur irgendwelche Hintergrundmusik. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das hat sich echt schön angehört. Du hast Talent dafür. Danke, aber von dir brauche ich kein Lob, du verfluchter Vampir. Da bin ich mal nett und dann gleich so. Naja, wie du willst. Die Anne tut mir schon leid. Die tut uns ja nicht mal was. Die tut ja einfach nur ihre... Halt, sie ist ein Vampir. Sie hat im Grunde einen Vertrag mit dem Dracula, weil wenn er sie als Unnütze einstuft, dann würde er sie auch hier... Und sie hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht, hier als Vampir zu existieren, oder? Ist noch irgendwas? Ja, ich würde dich am liebsten zu Staub zerfallen lassen. Davon kann ich dir nur abraten. Ansonsten bleibst du hier gefangen. Du verdammter Vampir. So sind nun mal die Regeln. Ist noch irgendetwas? Zu Staub zu fallen, abfallen, noch irgendwas sind nun mal die Regeln. Ich gehe wirklich auf Nummer sicher. Du solltest lieber die Bereiche absolvieren, damit du vorankommst. Okay, das war alles gut. Ich würde sagen, ich tue jetzt abspeichern. Kann nur einmal benutzt werden. Ja, mache ich.
ich mach's einmal und dann mache ich das an einem Rutsch durch. Ich weiß ja jetzt die Steuerung, worauf ich achten muss. Ja, nehme ich hier, wenn ich dann da bin, dann muss ich hier drücken und dann hüpp. Und dann kann ich auch nach unten hüpfen. Jawohl, so geht's. Ich muss nur darauf achten, dass dann halt da keine Gegner in der Nähe sind, die mich dann irgendwie ablenken. So. Okay, das müsste das Schwierigere sein zum Ausweichen. Komm her. Dich erwische ich nicht von da drüben. Muss ich auf dem Rückweg dich erhaschen. Aua. Super, ich habe was im Hals. Okay, und jetzt... Luft. Autsch. Heilung. Knusperfleisch. Lecker, lecker. Okay, und... Hüpf. Hä? Autsch. Alles klar, soweit so gut. Jetzt muss ich nur den zweiten Abschnitt schaffen, ohne in die Lava zu fallen. Und dann habe ich's schon. Servus. Sagst du eigentlich noch was, wenn ich zwischendrin das gemacht habe? Du solltest lieber die Bereiche absolvieren, damit du vorankommst. Okay, okay. Ich möchte nur ein bisschen mit dir tratschen. Die Asteria möchte das nicht, aber ich ja schon. Ich merke schon, du bist eigentlich eine gute Seele. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Das mit dem Stein in der Mitte, das verstehe ich nicht ganz. Das ist einfach nur, dass man außen rumgehen muss, oder? Bam. Haha, ich mache mir Schaden. Okay, und jetzt... Vorsicht! Autsch, du hast dich genau in mich reinteleportiert. Das ist unfair. Ach so, das schadet mir, wenn das da spritzt. So, heile dich. Alle hopp. Okay, jetzt bloß nicht die falsche Taste drücken. Taste! Jo, also es geht doch, auch hier mit, auch wenn ich hier jetzt gedanklich mich hier umkombinieren muss, umdenken muss. Haha. Oh, mein Glückwunsch, du hast es tatsächlich geschafft. Schön, dann lass mich jetzt frei, bevor ich dich wirklich erledige. Nur keine Sorge, ich entriege die Tür ja schon für dich. Viel Erfolg noch beim Versuch, uns aufzuhalten. Haha. Ich habe bewusst diese Stimme gemacht, weil die erinnert mich an die Himiko aus Danganronpa V3. Ja, was ich ja jetzt nebenbei auch spiele. Die hat nicht nur eben eine vergleichbare Statur, ja, sondern auch mit den Haaren her oder auch ihre Art. Die so, nee, du musst das machen, Hoffmann. Ich habe keine Lust, mit dir zu kämpfen. Mach doch meine Aufgaben. Ich hätte sie auf jeden Fall erledigt, wenn sie nicht abgehauen wäre. Und einmal speichern bitte dann schon, wie viele Herzen habe ich? 89! Da kann ich ja groß hier spenden gehen. Was sagt die Zeit? Puh. Oh, das hätte ich jetzt nicht machen sollen, weil jetzt kommt ja erstmal die... Hugidi-bugidi. Kommt ja erstmal die Deborah. Die Tür ist abgeschlossen, bin ich sehr verdrossen. Ah! Oh. Geh keinen Schritt weiter. Noch so ein hinterhältiger Vampir. Aber da musst du dir ja schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Du nimmst dich viel zu wichtig und überschätzt dich maßlos. Aber ich bin nicht so nett wie meine Schwester. Und ich werde dich mit Freude aussaugen. Ich denke immer hier, das sind Sexuelle. Ich geb's zu. Hä? Ich meine, wenn da doch schon eine Öffnung ist, dann könnte man da auch das auf anderem Wege machen. Da musst du nicht hier deine Zähnchen nehmen und dann... Da kannst du auch hier einfach hier Mund zu Mund dann... Dann haben wir noch ein bisschen Freude dran. Das könnte dir wohl so passen, aber... Ich bin nicht dein Mitternachtssnack, du freche Vampirgöre. So, komm her. Ah. Ei, ei, ei. Ah, sie beschwört hier die Fledermäuschen. Alter! Hey! Hey! Heilung! Okay, dich kriege ich beim ersten Versuch. Okay. Gleich habe ich dich. Bam!
Es hat einmal damit zu tun, dass ich weiß, wie die kämpft, aber das mit den, dass die Vampirfledermäuse beschwört, also die Worms, das war neu. Aber auch, dass ich einfach die Heilfähigkeit nutze, das macht's einfacher. Unfassbar, du elender Mensch, hast mich besiegt. Huh. Gib mir die Kugel. Bereich erledigt. Tja, aus ihrem Versuch, mich auszusagen, wurde nichts. Jawohl, also es wird ja immer noch weitergehen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das jetzt in einem Rutsch jetzt schaffe, weil jetzt kommt ja erst noch dieser Teil. Ja, mal hast du schön hart geschlagen, ne? Und dann noch das mit dem Chucks und dann kommt der Dracula. Hm. Aber ich glaube, ich versuch's, weil wenn ich jetzt hier einen 40-Part mache, ja, da mache ich auch immer, wie lange mache ich das? Und dann kommt noch die finale Bosskampf. Wenn der aber nicht so lange dauert, ja, das mache ich dann. Hm. Laut der Standuhr ist es Mitternacht. Und hier kommt auch schon das Vampirgesinde von Graf Dracula. Oh Mann. Autsch. Nimm die Peitsche. Zack. Durch das Upgrade. Autsch. Durch das Upgrade brauche ich hier sogar nur einen Hieb. Zack. Und dritte Runde natürlich. Ja. Zack und zack. Zack. Und du brauchst zwei Hiebe. Geht da knusch war Fleisch. Ist hier eigentlich noch was zu finden? Laut der Standuhr ist es Mitternacht. Hm. Ein Kommentar für den Saft wäre vielleicht was gewesen. So, klickere du. Ja, genau. Jetzt kommt erstmal der Aufstieg bei der Treppe. Hey! Abstand, Roger! Kann ich das hier zerstören? Nein. Dieser eine mit dem Strubbelhahn kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, es liegt daran, weil der dem Daiken so ähnlich sieht. Ja, der hat auch so eine Art Strubbelfrisur. Ja, das habe ich kaum gesehen. Ha. Ah, stimmt, jetzt bin ich ja schon hier. Ach, jetzt erkenne ich erst, da tun sie sich ja als normale Menschen tarnen. Was zum Teufel machen die da? Sie lieben sich. Die Show ist vorbei. Vampirabschaum. Wo? Seht nur, es ist die Vampirjägerin. Wir feiern die Rückkehr Draculas. Er ist zurück und stärker denn je. Ganz gleich, wie stark er auch sein mag, ich werde ihn vernichten. Das kannst du vergessen, du Miststück. Wir werden dich aussaugen und zu einer der unseren machen. Oh. Lass mich speichern. Ein Hieb? Was ist das für ein Upgrade? Zack. Zack. Kein Wunder, dass ich hier weniger Probleme mit den Bosskämpfen habe, wenn ich hier so viel Schaden austeile. Bäm! War das etwa schon alles? Du hast gefragt, du bekommst die Antwort. Du glaubst also, den Gefühl selbst bestehen zu können. Mich töricht von dir. Dean LeMond hatte Dracula besiegt und ich werde es auch schaffen. Wie du willst. Dann findest du jetzt hier dein Ende, kleines Mädchen. Beim Karneval der Untoten. Ja. Hör auf. Stimmt, da war ja was, dass er. Hey! Ja, dass der hier Stühle tanzen lässt. Hä? Diese Stufe habe ich total vergessen. Hey! Zwei! Und jetzt die Stühle. Hey! Okay, daran habe ich mich erinnert, dass ich hier sicher bin. Wo bist du? Schieß den Kopf! Okay, dich habe ich gleich. Und das wieder beim ersten Versuch. Ich habe es leichter als beim normalen. Das ist interessant. Okay, versteck dich. Wow. Achtung, Stühle kreuzen. Da sollte man ein Schild aufstellen. Trotz meiner Fähigkeiten verloren, du hast eine beachtliche Stärke. Du überschätze dich nicht. Sonst wirst du verlieren.
Ich mag ihn. Ich mag den Chucks. Der hat Stil. Ja? Der hat zwar hier nur eine Knochenvisage, aber irgendwie, wenn... Dadurch kann man trotzdem viel machen. Und ja, das schaffe ich jetzt noch. Wirklich, ich habe es leichter als auf... Leicht, wie kann das sein? Blödes Geschwafel. Ich lasse mich nicht von der Finsternis aufhalten. Gib die Kugel her. Und ich bin komplett aufgefrischt. Level erledigt. So, ist ja noch irgendwas. Ich habe noch nicht hier... ich schaue gerade nochmal einen Zettel, ob ich alles gemacht habe. Klavier in Stage 3, wenn Anna auftaucht, das habe ich. Moment, kann ich ja auch nochmal mit dem Klavier spielen? Nee, hier nicht. Das habe ich total auch wieder übersehen. Diese verdammten, diese Fässer sind aber auch gut versteckt. Oh, ja, ja, ja. Nix zu finden. Okay, los geht's. Lass bitte den Kristall da sein. Wenn das jetzt auch wieder nur steht. Nein, da ist es. Wunderbar. So, liebe Irina. Ich habe Herzen. Gib mir das und gib mir das. Ja, und 45 habe ich noch zu spenden. Ich habe alles freigeschaltet. Und es ist so heiß. Ach. Und der Draugler, der achtet, der rechnet nicht, damit denkt sich nur. Oh, ist das Eis hier drin? Oder liegt es nur an mir? Vielleicht ist es aber auch nur an dir. Ne, dann cool, tun wir den Kampf. Wie der läuft. Sollten wir lieber nach draußen gehen, wenn wir, um unseren Kampf zu bestreiten. Mir fällt jetzt erst auf, dass dieser Bereich hier auch hier nach dem von Castlevania 64 nachempfunden ist. Dieser, oder allgemein in Castlevania. Wie funktioniert das genau? Dieser Abschnitt ist, da führt eine Treppe hin. Darunter ist aber keine Stütze oder ein Turm. Also das hält diesen Bereich einfach nach oben in der Luft. Wie ist das überhaupt möglich? Schwarze Magie. Irgendwie sowas in der Art. So, noch einmal speichern. Ich lieb's zu speichern. So, ich habe die Heilung. Ich bin komplett aufgefrischt. Du kannst mich mal, Dracula. Ich mach dich fertig. Mach dich fertig wie ein Radisch. Graf Dracula. Das Ende der Finsternis ist gekommen. Ich werde dich vernichten. Welch ein mutiges Mädchen. Aber völlig an Selbstüberschätzung leiden, du Närrin. Fahr zur Hölle. Das habe ich auch total vergessen, der Unterschied. Auf leicht tut sie dem Glas ausweichen und hier... Tut so besser Blut verlieren. Dir reiß ich deine vorlaute Zunge raus und trinke genüsslich dein Blut. Oh, kinky. Wird Zeit, dich zu vernichten und Latiza von dir zu befreien. Du elender Mistkerl. Wie ich Sachen vergesse und in dem Moment, wo es passiert, kommt Speedy wieder hoch. Natürlich, der Bosskampf war auch schwerer, weil die Frau lebendig wird. Sie ist das, was ich aus dir machen werde, wenn ich mit dir fertig bin. Okay, dann machen wir uns erstmal hier an deinem... Bitte was, bist du jetzt schon tot? Achso, die steht immer wieder auf. So, steh auf, Püppchen, hä? Oh. Wo bist du? Komm her. Ja, aber daran erinnere ich mich. Irgendwie sind diese Kämpfe, sind die leichter für mich. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich mir eher die Upgrades gekauft habe. Kein abschließender Dialog. Nein, der Rarokulade ist nicht mehr. Yo! Es ist geschafft. Dracula ist erneut besiegt und Latiza gerettet. Da würde ich... Irgendwie, es fehlt mir, dass da irgendwie noch ein abschließender Dialog kommt. Sowas wie, oh, du hast mich besiegt, aber du bleibst ein kleines Mädchen. Puh, das war wirklich anstrengend. Aber ich habe es geschafft. Ja, hast du ja auch ein bisschen hier Kleidung einbüßen müssen. Das Schloss Wormstor ist verschwunden und damit die Finsternis.
Doch für wie lange wird Latice vor Graf Dracula sicher sein? Ganz gleich, wann die Finsternis zurückkehrt. Der Lemon-Clan wird da sein und Dracula erneut besiegen. Und nun, meine Damen und Herren, der Karneval der Untoten ist vorbei. Wir haben ein bisschen die Puppen getanzt. Ja, und den Dracula hat sogar hier das Leben gekostet, aber hätte er hier die Rechnung gesehen für die Reparaturen und für das ganze Catering, dann hätte er sich wahrscheinlich selber auch das sowieso das Leben genommen. Es ist jetzt einige Jahre her. Und auch wenn ich mich nicht komplett daran erinnert habe, sobald ich es gesehen habe, da hat es wieder Klick gemacht. Das war dann hier so, oh nee, nicht der schon wieder. Und ich kann auch wieder sagen, also es wird jetzt noch Bonus-Artwork geben und soweit ich weiß, kriegt man das Artwork nur, wenn man alle Upgrades freigeschaltet hat. Also ich meine jetzt, dass das jetzt sein müsste. Ich hoffe es, wenn ich alles richtig gemacht habe, ja. Zumindest in einem Durchlauf habe ich alles freigeschaltet. Das jetzt mit der englischen Übersetzung finde ich gut gemacht, ja. Also, wie gesagt, manches würde ich vielleicht ein bisschen anders übersetzen, aber vom Sinn her ist es gut, es bleibt gleich, nachvollziehbar. Das heißt, wenn man auch nicht der deutschen Sprache so mächtig ist, dann kann man das auch dann auf, kann man das Spiel trotzdem genießen. Welche machen das wahrscheinlich trotzdem so, dass sie einfach nur bam, bam, bam durchschlagen, aber wenn man jetzt auf die Dialoge achtet, ja, finde ich, da ist Arbeit drin. Astera Lemon konnte Dracula vernichten und Latice retten. Gut gemacht, du hast Vampstor 2 erfolgreich abgeschlossen. Kriege ich auch Belohnung? Astera Lemon Vampire Hunter. Oh, mit dem... Oh, sehen wir das? Ja, da. Oh, nein, nix. Bonus Artwork. Nur das? Nur ein Bild? Okay. Kleine Belohnung hier. Die Astera in diesem neuen Stil. Ja. Gut, ich vermute, es war jetzt die Belohnung gewesen, entweder nur, weil ich es auf normal durchgespielt habe oder weil ich alle Upgrades freigeschaltet habe. Wobei, Moment, war das nicht so gewesen, dass das Freischalten aller Upgrades hat den Uncut-Modus aktiviert und der Uncut-Modus wurde ja rausgenommen. Wenn man jetzt also dieses Bild jetzt nur kriegt, wenn man das auf der Original schafft, Nun, Vorschlag, vielleicht könnte man so machen, dass wenn man alle Upgrades freischaltet, kann man noch ein paar Artworks mehr freischalten. Wir wissen damit, vielleicht hier, es müssen ja nicht immer hier die, es müssen ja nicht mal die Weiblichkeit sein. Wie wäre es hier mit, ein cooles Bild hier vom Sensenmann? Wie wäre es denn damit? Ist doch auch ein interessanter Charakter. Oder hier die Valerie. Valerie Valera. Muss ja nicht mal die Hauptcharaktere, ja, entweder nicht nur die weiblichen oder die Hauptcharaktere sein. Könnte auch mal die Nebencharaktere sein, wo man hier ein cooles Bild kriegt. Und wie gesagt, halt immer noch diese Idee, hey, du kriegst ein Passwort, damit kannst du einen Ordner freischalten, der halt verschlüsselt ist und dann kannst du auch diese Artworks dann selber nutzen, ja? Wäre doch eine Idee. Ansonsten, also, ich finde ein schönes kleines Update. Es ist auch immer wieder schön, dann für mich dann diese alten Spiele halt nochmal zu spielen, weil ich mag die Valgame-Spiele, ja? Das ist einfach was Schönes für zwischendurch. Die Steuerung ist nicht kompliziert, außer wenn man hier natürlich eine besondere Tastatur hat. Die Dialoge, die Geschichte, die dahinter steckt, weil jetzt auch wieder was aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe ganz früher, bevor ich Let's Play jetzt gemacht habe, habe ich mal mit einer Freundin versucht, einen anderen Kanal zu machen, bei dem wir halt allerlei Sachen gemacht haben. Sowas wie kleine Sketche. Ich habe sogar mal versucht, einen eigenen Kurzfilm zu schreiben. Und ich kann euch sagen, das Endergebnis, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, das war nicht gut. Das war wirklich hier amateurhaft, ja. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, halt die ganze Überlegung, ja, wie soll die Szenerie sein? Was soll die Person sagen? Wie soll die handeln? Was muss man da tun? Das ist schon anstrengend. Das nimmt Zeit und Kraft in Anspruch. Mit Schauspielern ist es eine Sache, da muss man halt hinlaufen und die Kamera ausstellen. Hier, da muss man es genauso programmieren, dass es aber auch wirklich funktioniert. Nicht, dass auf einmal hier der Dracula das Glas schmeißt und es geht durch den Kopf durch, ja, und dann folgt die nächste Szene gar nicht. Ja. Solche Sachen, dass es halt wirklich dann ineinander übergeht wie Zahnräder, das muss dann passen. Daher, das schätze ich auch an diesen Spielen. Es muss wirklich keiner AAA-Grafik sein, wie jetzt bei... Oh, was wäre jetzt ein gutes Beispiel, wie bei Nier
wie heißt es mit den Robotern, mit der B2 und so, Nier Automata oder so ähnlich? Sowas in der Richtung, ja? Sowas muss nicht sein. Und eine gute Geschichte erzählen. Der BG Maker macht auch schon, jawohl! Und wenn Ihnen, meine Damen und Herren, dieses Spiel gefallen hat, möchten Sie auch mal meinen ersten Durchlauf sehen. Die Playlist zu allen Valgames-Spielen ist auf meinem Kanal verlinkt und möchten Sie mehr sehen aus dem Hause Valgames, Link zu der Webseite ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden, wo auch der Abonnier-Button drauf ist, wenn Sie nämlich mehr von meinen Projekten und anderen Videos sehen möchten. Aber wenn Sie erstmal rumgucken möchten oder vielleicht selber sogar was spielen möchten, können sich die Spiele auch auf der Webseite runterladen. Einfach mal vorbeischauen, da gibt es hier was von Wormsaw, also hier so ein bisschen Horror und Action. Da gibt es auch mehr was Action-lastiges wie Outrages, dann auch Horror-lastiges wie die Haunted-Horror-Teile. Das so mehr auf. Wobei, worauf basiert jetzt Haunted-Horror nochmal? Das war jetzt dann Silent Hill, oder? Silent Hill war das gewesen, genau, Resident Evil, da kann man hier Pam Pam Peng machen, aber Haunted Horror ist mehr so, oh, du musst weglaufen, wenn die bösen Monster kommen, ja. Es gibt auch allerlei andere Sachen, gucken Sie einfach vorbei, wenn es Sie interessiert. Ja, und ja, mein lieber Basti, war schön, das wieder gespielt zu haben, ja, einfach, es ist, den Gedanken wollte ich noch zu Ende sprechen, auch wenn ich das, wenn es mir gefällt. Es ist halt nur ein kurzer Spaß, ja? Einfach für zwischendurch, aber wenn es da halt immer wieder neue Updates gibt und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, zum Beispiel, oh, die Stage ist ein bisschen anders oder da sind jetzt neue Bosse drin, neue Charaktere. Die Anne und die Deborah, da hast du gemerkt, die haben mir gefallen. Das waren einfach neue Charaktere, ein bisschen neue Interaktion und auch so kleines, so einmal von den Easter-Eggs wie die Geschichte vom roten Horizont, das ist, war ja die Jessica, richtig? Ja, sowas finde ich schön. Da kann man wirklich nachträglich nochmal was einbauen, ja? Im Grunde ein bisschen wie ein DLC. Downloadable Content, aber das packt man nicht drauf und da braucht man eine ganz neue Version, aber gut. Trotzdem, schön geworden und ich freue mich auch schon auf das nächste Projekt, je nachdem, was jetzt da kommen wird, also es wird kommen. Wenn da was Neues kommt, dann kommt es auf meinen Kanal, darauf können Sie Gift nehmen. Apropos, ich brauche Saft, aber nicht den roten, den gelben. Nicht das, was die denken, das ist ja Limonade. Ja, ich rede wieder komisches Zeug, der Part muss beenden werden. Und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen, teilen Sie es mit Ihren Freundinnen und Freunden, damit deren Langeweile verfliegen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video, beim nächsten Bereich, je nachdem, was Sie sich von mir anschauen. Bis dann sage ich nur noch, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.